Hallo, grüß euch. Ich mache heute Zimtsterne. Und zwar gibt es da anscheinend immer wieder Probleme mit den Zimtsterne. Gelingen nicht immer. Ist auch alles nicht so einfach. Allerdings habe ich mir das den Zimtstern-Ausstecher gekauft. Der ist Plastik, gibt es auch in Metall. Geht aber wunderbar. Kostet halb so viel. Ich muss jetzt aber dazu sagen, ich hatte den Metall nicht genommen. Aber sie haben leider den gehabt, jetzt ist mir nichts anderes übrig geblieben. Geht aber gut, ich habe es probiert. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und zwar habe ich da Eiweiß. Ich schreibe das genaue Rezept rein. Eiweiß mit einer Prise Salz angeschlagen. Immer bitte. Eiweiß immer anschlagen, bis es weiß ist. Und dann könnt ihr löffelweise Staubzucker dazu tun. Das ist relativ viel Staubzucker. Man muss es rühren, bis es so schön glänzt und fest ist. Und ein bisschen Zitronensaft. Aber das steht alles genau im Rezept drinnen. Also das ist Eiweiß, eine Prise Salz und der Zitronensaft und Staubzucker. Ich habe mir das auf die Seiten getan. Das ist für die Zimtsterne, oben auf natürlich das Weiße. Das habe ich da rausgenommen. Steht aber auch, schreibe ich genau dazu, wie viele es da wegnehmen müsst, dass das Rezept noch stimmt. Gell? Dann gehören da die Nüsse rein. Die Nüsse. Der Zimt. Das verrühren wir jetzt. Das könnt ihr natürlich auch mit der Küchenmaschine machen. Ich mache es jetzt einfach so, weil die Küchenmaschine ist wieder so laut. Und das wollt ihr ja auch sehen. Das Backrahl habe ich auf 150 Grad Heißluft eingeschalten. Das könnt ihr auch bei 130 Grad Ober- und Unterhitze machen. Ich mache jetzt die Zimtsterne Heißluft und in 8 Minuten sind sie fertig. Nüsse, wie ihr hört, die braucht es ein bisschen zum Ausrollen, weil sonst bleibt er einfach picken. Zimtsterne sind halt ein bisschen hakel zu machen, aber wenn man es einmal gemacht hat, nachher. Kneten wir das jetzt an. Nehmt nur Nüsse her, der muss nicht so weich sein. Er soll halt zum Ausrollen gehen. Viele tun es nachher zwischen zwei Backpapier oder zwischen zwei Silikonmatten. Das tue ich jetzt nicht, weil ich finde, dass es so auch geht. Jetzt tun wir mal da die Hälfte anschneiden. So. Die andere Hälfte tue ich jetzt gerade dabei in eine Folie rein und tue es in den Kühlschrank. Jetzt könnt ihr es auch unter einmal ausrollen, ich tue es jetzt unter zweimal,
und gerade eine Weile im Kühlschrank, weil das tut ihm nicht schaden. Es ist ziemlich warm in die Wohnungen. Nachher tun wir derweil im Kühlschrank. Da tun wir wieder Nüsse her. Und dann fangen wir an auswalken. Ich tue immer mit der Palettenfeuer unten rein. Dass er ja nicht klebt. Und Zimtsterne bitte nicht ganz dünn machen, gell? Ich fahre da immer wieder mit der Paletten durch. Ich lasse jetzt schon so. Dann tun wir da die Dinge auf. Das Eiweiß. Einfach schön glatt streichen, gell? Und umso schöner ist das aufgedrückt, umso schöner werden die Sterne. Genau. Jetzt richten wir uns ein heißes Wasser her. Das tun wir in so eine Schale rein. Ich hoffe, ihr seht es alles. Dann tun wir den zusammendrucken. Ein bisschen Futzelarbeit, aber es geht wunderbar. So kriegst du die schönsten Zimtsterne zusammen. Jetzt muss ich das gerade ein bisschen. So. Einfach zusammendrucken. Das kommt weg. Und einfach mit dem Finger ein bisschen wieder eintunken, aber abschütteln. Die fliegen schon von selber an. Das geht echt super. Einfach ein bisschen Geduld haben, dann fliegen sie von selber an. Also wer Zimtsterne macht, bitte spendiert euch das Geld, weil sonst ist das eine Katastrophe. Bei den normalen Standeln fliegen die nicht außer. Die müsst ihr oben alle drucken, dann habt ihr im Weißen drinnen die Druckstellen und der Stern, bis er herunten ist, ist auch zerbrochen, weil der Tag sehr weich ist. Also wer Zimtsterne macht, ich kann das nur weiterempfehlen. Ich meine, den hab's dann die nächsten 20 Jahre. Das ist wirklich jetzt nicht die Welt. Ich glaube, der hat 9,90 gekostet. Und die Metallenen, die kosten 19,90, glaube ich, oder noch teurer, das weiß ich nicht. Die sind aber, glaube ich, auch ein bisschen größer als wir die. Und dann braucht es überhaupt kein Ding haben. Das, was übrig bleibt, das schmeißt man nicht weg. Das tun wir zusammenkneten und ich tue dann den anderen Tag dazu und dann wird das wieder ausgewalmt und wieder Weißes drauf. Deshalb haben wir das aufgehalten. Also ja, nicht wegschmeißen, nicht das meinst, wir schmeißen das weg, was da übrig bleibt. Wir verwenden alles.
Es wird nichts weggeschmissen. Sagst, das braucht oft nur am Rand ein bisschen einen Schupfer. Und dann fliegt es schon von selber an. Nur auf einen Rand ein bisschen vielleicht. Das geht so super. Seid ihr nicht schön? So, und so mache ich jetzt die ganzen Zimtsterne. Und probiert es aus. So ist echt fein Zimtsterne machen. Alles andere vergesst es bitte. Weil ich bin sicher nicht schlecht mit Backen, aber bei den Zimtsternen bin ich auch schon verzweifelt. Bis ich gesehen habe, dass es eigene Ausstellungen gibt. Und dann habe ich mir gedacht, das muss her, weil Zimtstern ist natürlich einfach was Schönes auf dem Kriegsteller, gell? Wenn die weißen Sterneln rausblitzen. Finde ich super schön. Ich backe die jetzt, tue sie dann schön auf den Teller und fotografiere sie und tue sie ins Netz. Schreibe drunter das genaue Rezept und schreibe auch, wie viel Masse wegtun müsst und wie sie sie backen müsst. Also, bitte kauft euch den Ausstecher. Ohne dem keine Zimtsterne. Und ich wünsche euch gutes Gelingen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Es gibt jetzt schon noch Kräckseln, aber allzu viele nicht, weil schon so viele im Netz sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viert euch, bis zum nächsten Mal.